außer Junior hat einen Hyperschuss ausgeführt, aber leider war der nicht perfekt. Aber wir werden mal sehen, ob er reingeht. Und jetzt sind wir wieder am Start bei Mario Strikers Battle League Football und los geht's! Du kannst jetzt als Birdo spielen. Auch als Bowser Jr. kannst du ab sofort antreten. Du kannst jetzt mit Münzen Shrimp-Ausrüstung kaufen. Es gibt auch ein neues Stadion, die Metropol Arena. In Online-Spielen gibt es jetzt einen Chat mit vorgefertigten Texten. Einzelheiten hierzu erfährst du im Leitfaden unter Tipps. Okay. Dann schauen wir uns doch gleich mal die Ausrüstung an. Denn da gibt es neue Charaktere. Nämlich Bowser Jr. und Birdo. Bowser Jr. bekommt jetzt erstmal die neue Ausrüstung. Nämlich die Shrimp-Ausrüstung. Da haben wir hier schon mal den Shrimp-Helm. Dann die Shrimp-Handschuhe. Dann die Shrimp-Rüstung. Und dann die Shrimp-Schuhe. So, Bowser Jr. hat die neue Ausrüstung. Und Birdo bekommt das dann auch. Nämlich den Shrimp-Helm. Und die Shrimp-Handschuhe. Und die Shrimp-Rüstung. Und die Shrimp-Schuhe. Und wenn Bowser Jr. die Shrimp-Ausrüstung hat, dann möchte Bowser die auch haben. Also kriegt Bowser auch den Shrimp-Helm. Und die Shrimp-Handschuhe. Und die Shrimp-Rüstung. Und die Shrimp-Schuhe. Jetzt ist Bowser auch zufrieden. Und wenn Birdo das Shrimp-Outfit hat, dann will Yoshi das auch. Also den Shrimp-Helm. Die Shrimp-Handschuhe. Die Shrimp-Rüstung. Und die Shrimp-Schuhe. Oh yeah! Und dann geht es weiter bei einem Einzelspiel. Das lassen wir alles so. Und dann darf Bowser Jr. der Kapitän sein. Mit seinem Vater, Bowser. Und wen nehmen wir denn noch dazu? Natürlich Birdo. Und Yoshi. Gegen wen spielen wir? Dann wird hier Birdo der Kapitän sein. Und Yoshi? Und Bowser Jr. Und Bowser.
Was passt denn für Bowser Jr. für eine Farbe? Orange sieht doch ganz gut aus. Dann schauen wir mal ins neue Stadion. Metropol Arena. Und welche Farbe passt für euch gut? Wie wär's denn hier mit diesem etwas helleren Lila? Und ihr geht ebenfalls in die neue Metropol Arena. So, du Birdo von der anderen Mannschaft, jetzt zeige ich dir, was wir können. Okay, Yoshi hat den Ball. Yoshi passt zu Birdo. Birdo passt zu Bowser, aber der hat wieder nichts gecheckt. Bowser versucht anzugreifen. Bowser hat nichts gecheckt und Birdo greift an. Yoshi hat den Ball, aber der andere Yoshi hat auch den Ball und hat aufs Tor geschossen. Und Bowser schießt und Bowser schießt nochmal. Bowser hat ein Tor gemacht. Achtung, haltet sie auf. Birdo ist nah am Tor, aber keine Chance hier. Oh, Bowser wurde wieder getackelt. Aber das lässt er sich nicht gefallen. Birdo hat den Ball und passt zu Bowser Jr., aber der hat ihn nicht bekommen. Leider wurde der Ball abgefangen. Kugel, Kugel, Kugel. Bowser Jr. hat einen Hyperschuss ausgeführt, aber leider war der nicht perfekt. Aber wir werden mal sehen, ob er reingeht. Ja, der ist reingegangen. So, Bowser hat den Ball. Aber hier wird es echt schwer, Leute. Aber Bowser holt das schon wieder auf. Birdo versucht einen Schuss, aber der ging leider nicht rein. Hier geht's heiß zur Sache. Bowser schießt. Birdo kann gut ausweichen. Jetzt hat der andere Bowser Jr. auch ein Tor gemacht. Thank you.
Der ging leider nicht rein. Kugel. Okay, wir haben die Kugel. Aber hier kam eine Bombe. Burrow, geh hin, Burrow. Burrow versucht einen Hyperschuss. Es ist ein perfekter Hyperschuss. Oh yeah. Achtung, der Gegner hat einen Stern. Und der geht auch voll rein. Die andere Burrow hat ein Tor gemacht. Das lassen wir uns nicht gefallen. Eine Bombe. Bowser hat den Ball. Yoshi hat den Ball. Hier geht's hin und her. Kugel. Und Bowser Junior versucht es nochmal. Diesmal hat auch er einen perfekten Hyperschuss hingekriegt. Das passt der Birdo gar nicht. Aber es geht weiter. Das werden sie wohl nicht mehr aufholen können. Okay, ab zu Bowser. Leider nicht getroffen. Komm schon, Bowser Junior. Gut getackelt. Bowser lässt sich nichts gefallen und Bowser Junior auch nicht. Torwart hat den Ball. Leider hat Bowser Junior nicht getroffen. Eine Bombe ist im Anmarsch. Aber der Gegner konnte den Hyperschuss nicht ausführen. Wir haben 7:2 gewonnen. Oh yeah. So, dann gibt es nochmal ein Einzelspiel. Diesmal nämlich am Tag. Und diesmal spielen wir auch nochmal auf der rechten Seite. Genauso wie es vorhin war, nur diesmal hier, Birdo. Und Yoshi.
Und Bowser Junior. Yes. Und Bowser. Hier dann wieder Bowser Junior. Yes. Mit Bowser. Und Birdo. Mit Yoshi. Dann nehmen wir wieder dieses Outfit. Und die Metropol-Arena. Nur, dass die halt diesmal am Tag ist. Und ihr bekommt wieder das orangene Outfit. Auch mit der Metropol-Arena. So, Birdo, jetzt zeig Bowser Junior, was du kannst. Yoshi hat den Ball. Birdo hat den Ball und schießt. Birdo hat ein tolles Tor gemacht. Und weiter geht's. Wird Bowser Junior noch aufholen können? Er versucht es. Und es hat funktioniert. Auch Bowser Junior von der anderen Mannschaft hat ein Tor gemacht. Oh, das ist aber nicht nett. So, Yoshi hat den Ball. Bowser Junior versucht es. Leider hat er nicht getroffen. Und Yoshi, vielleicht triffst du ja. Und Yoshi hat getroffen. Sehr gut gemacht, Yoshi. Und weiter geht's. Wird Bowser Junior oder jemand von der anderen Mannschaft nochmal ein Tor schießen? Sie versuchen es auf jeden Fall, aber der Torwart hat ihn gehalten. Und Bowser Junior hat wieder ein Tor gemacht. Oh yeah. Hast du sehr gut gemacht, Kleiner. Weiter geht's, Leute. Wird die andere Mannschaft uns noch einholen können? Mit einer Bombe vielleicht, aber ich hab hier die Kugel. Wird das gut gehen? Nein, leider nicht. Bowser hat auch leider nicht getroffen.
Noch sind wir ja im Vorteil, aber wir wissen nicht, ob der Gegner noch aufholen könnte. Okay, Bowser, deine Chance. Oh yeah. Da wird der Torwart aber wütend. Jetzt haben wir schon viele Tore einfach so reinbekommen. Ohne Hyperschuss. Büro! So geht das, Leute. Büro macht das schon. Schon 5 Tore und noch gar keinen Hyperschuss gemacht. Und Yoshi will angreifen, aber er trifft leider nicht. Dafür hat, keine Ahnung, wer jetzt den Ball hat. Der Torwart hat den Ball. Und Yoshi! Wir haben die Kugel. Werden wir noch einen Hyperschuss sehen? So, Yoshi möchte auch mal einen Hyperschuss machen. Haben Sie das gesehen? Der ging voll rein. Da regt sich aber der andere Bowser Junior sehr auf. Wir sind schon sehr viel im Voraus. Werden die das noch aufholen können? Torwart hat ihn gehalten. Und weiter geht's. Kugel, Kugel, Kugel. Irgendwie bekomme ich jetzt den Ball nicht mehr. Aber die bekommen auch kein Tor. Ich habe eine Bombe gelegt. Ich meine, er hat eine Bombe geworfen und ich habe eine Banane geworfen. Spannend. Obwohl, der Sieg ist uns eigentlich sicher. Aber jetzt ging von Bowser, von der anderen Mannschaft, doch mal ein Tor rein. Wo ist denn der Ball? Also wirklich? Jetzt lacht er mich aus. Ich versuch's einfach. Birdo kriegt noch mal einen Hyperschuss hin. Es ist schon 9:3.
Der Sieg ist uns sicher. Wird uns noch ein Hyperschuss gelingen? Wird noch ein Tor gelingen? Nein. Gleich ist es vorbei. Dann gibt es nur noch Haferbrei. Birdo hat gewonnen. So, das war's jetzt mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar oder abonniert mich. Heute Abend geht es auf Twitch weiter. Ich freue mich auf viele Zuschauer. Also dann, ciao!